Morgen! Ich habe ausgeschlafen. Freunde der analogen Leitung. Ja, der Hunter, der liegt ja immer so faul im Bett herum. Nee, es gab wieder Dinge zu erledigen und es ist auch immer ein weiter Weg. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Wenn genau, man dann, du hast es ja hier nah bei. Tatsächlich, da kann wenig schief gehen. Ja, das ist ein in Fußreichweite. Da kann man nicht im Stau stecken bleiben. Da kann eigentlich nichts passieren. Aber für fantastische Reiche habe ich mich aus dem Bett gequält. Ja. Wir spielen, mehrfach gewünscht und auch schon angekündigt, wir spielen jetzt einfach eine Partie Fantastische Reiche. Das Spiel ist von Bruce Glasgow. Bei Strohmann Game wird es auf Deutsch, oder ist es jetzt auf Deutsch erschienen. Ab 10 Jahren wird es empfohlen, 2 bis sehr klein alles hier hinten drauf, 2 bis 6 Spieler und 20 Minuten dauert ungefähr eine Partie. Bei WizKids ist es im Original erschienen und es ist ein recht einfaches, unkompliziertes Kartenspiel. Mhm. Es besteht nämlich nur aus 53 Karten. Da gibt es noch so einen Wertungsblock, aber während du das machst, ich tue es mal nach dieser App kurz. Wir müssen jetzt endlich mal die App installieren, damit wir jetzt hier nicht mehr nachher so rumrechnen müssen. Ich werde schon mal hier aufbauen bzw. mischen. Ist ja schön schnell aufgebaut, die Sache. Aber muss gut mischen. Also ich bin wirklich ungefähr so erschöpft wie bei einer echten Messe am Sonntag. Ja, das haben wir irgendwie gut hingekriegt. Ja, genau. Das wäre eigentlich alles richtig gemacht. Okay, wahrscheinlich gibt es die natürlich nur unter dem englischen Namen. Fantastic. Genau. Realms. So, ja, das ist die WizKids App, oder sie heißt WizKids. Achso, die heißt einfach WizKids. Warte mal, hier hinten steht es irgendwo. Games Companion. Maybe not. Ah, wir müssen natürlich hier die Zwei-Spieler-Regel anwenden, weil wir haben das tatsächlich noch gar nicht zu zweit gespielt. Das stimmt. Und beim Spielaufbau gibt es eine neue Regel. Die Spieler haben zu Beginn des Spiels nämlich noch keine Karten. Stattdessen nehmen sie in den ersten Zügen eine offene Karte aus dem Ablagebereich oder ziehen 2 Karten vom Stapel und legen eine davon offen in den Ablagebereich, solange bis beide Spieler 7 Karten auf der Hand haben. Oh, und Musik hat's auch. Ja, es ist natürlich einfach Teil dieser WizKids Game Companion App. Und sobald man die geladen hat, kann man dann direkt hier Fantastische Reiche auch aufmachen. Und ich versuche das hier so, also korrigieren uns, wenn wir hier einen Fehler machen bei der Zwei-Spieler-Regel, weil wir die tatsächlich einfach noch nie gemacht haben. Also, dass wir am Anfang keine Karten haben. Wir haben keine Karten. Du kannst halt jetzt schon verwirrt. Ja, du ziehst jetzt 2 Karten. Und zwar kannst du die halt entweder von dem ziehen, musst du am Anfang natürlich, weil hier noch nichts liegt. Ja. Aber wenn da 2 offene dann liegen, kann ich auch von da ziehen, aber am Anfang liegt ja dann nur eine. Du ziehst entweder eine offene oder 2 und legst eine offen hin. Okay. Ja? Das heißt, jetzt ziehst du einfach 2 Karten und legst eine offen hin von den beiden. Also man draftet halt so ein bisschen seine Hand zusammen. Ganz interessant. Ja, offensichtlich kann man es zu zweit spielen. Dass es 2 bis 4 war, das war mir schon von vornherein klar, aber dass das tatsächlich auch eine andere Regel hatte, das hatten wir bislang einfach überlesen. Und genau, du legst jetzt hier hin und jetzt habe ich halt die Wahl. Entweder nehme ich die du nicht wolltest. In dem Fall das Erdwesen sind wir eigentlich hier gut aufgestellt mit den Details. Jede Karte hat halt so einen Basispunktewert. Ja, naja. Den kriegt man erstmal schon mal per se und dann haben halt alle Karten noch einen Effekt. Also das Erdwesen hier ist 4 Punkte wert. Es ist selber ein Land, das sieht man hier links an dieser Farbe, steht ja auch Land. Und es als Bonus gibt es plus 15 für jedes andere Land. Also man will das Erdwesen und dann im Idealfall noch eine Menge andere Länder, weil diese 4 Punkte, Basispunkte, die sind tatsächlich nicht viel, sondern man möchte dann schon irgendwie die Bonuspunkte im Fall des Erdwesens. Und damit du deine Strategie darauf gleich einstellen kannst. Ja. Das Spiel endet bei 2 Personen erst, wenn 12 Karten offen sind. Alles klar. Ja? Mhm. Und genau, und quasi erst, wenn wir beide 7 Karten auf der Hand haben, geht es nach den normalen Regeln weiter. Ja? Jetzt sehen wir auch die Kamera. Ah, ja, das ist gut, dann können wir euch das ein bisschen besser zeigen. Also ich nehme auch erstmal 2 vom Nachziehstapel, werde mich jetzt erstmal nicht mit deinem Erdwesen beschäftigen. Ich werde mal den Regensturm ablegen. Aber 7 Karten weiterhin ist das, was wir erreichen müssen. Ja, 7 Karten ist das Maximum. Ja? Ein Regensturm hast du hingelegt. 8 Basiswert, eine Wetterkarte, Bonus plus 10 für jede Flut, Strafe blockiert alle Flammen, außer Blitz. Weiß ich nicht, ob ich so einen Regensturm jetzt haben möchte. Ich sehe auch noch mal 2 Karten, ja? Ohne App nicht spielbar bzw. auswertbar. Naja, das geht schon, aber ihr müsst halt echt ein bisschen nachdenken und man macht halt schnell Fehler. Das ist halt das Problem. Also von daher schon sehr zu empfehlen mit der App. Oh. Oh. Oh, interessant. Ich muss mal überlegen.
lege erstmal den hier, den Waldläufer ab. Eine Armee, Bonus plus 10 für jedes Land. Oh, das würde so zum Beispiel schon mal hier damit triggern. Mhm. Hebt das Wort Armee auf allen Strafen ab. Also das heißt, gleichzeitig kann man sozusagen sich da ein paar Strafen vom Hals schaffen, wenn man dann Armeen sammelt wiederum. Aber ich will keine Armeen. Ich nehme jetzt auch Karten vom Nachzi. Mhm. Hui. Okay, ich werde die Spiegelung ablegen. Kann man das noch sehen? Ja. Die ist nichts wert, aber es ist ein Joker. Kann Namen oder Farbe einer beliebigen Armee, Land, Wetter, Fluss oder Flamme im Spiel kopieren, aber übernimmt eben nicht den Bonus, nicht die Strafen, auch nicht die Basisstärke. Das kann man halt so für so Set-Collection-Sachen halt. Man kann sagen, es ist auch ein Land. Ist auch eine Flut. Dann hast du halt auch ne, plus 15 ja, hier, oder was sowas, auch immer. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ja. Ich suche halt eigentlich was. Ich weiß, das ist bescheuert, aber ich schau mal. Ich hab bestimmt Glück. Ja. Ui! Okay, das ist natürlich ganz interessant. Aha, aha. Moment, ich muss leider ja, noch eine abgeben. Ja. Na gut, ich lege die große Flut hier hin. Die große Flut blockiert alle Armeen, aus alle Länder außer Gebirge und alle Flammen außer Blitze. Also die blockiert halt ohne Ende Sachen. Dafür sind natürlich auch 32 Punkte wert. Bringt natürlich vor allem dann was, wenn du irgendwas hast, was wiederum die Strafe aufhebt. Ja, das ist natürlich... 32 Basiswert ist schon mal nicht schlecht. Dafür halt eine starke Strafe draufgeknallt. Du hattest da letztes Mal diese Karte, die alle Strafen ja, aufhält. Ja, ich hatte dieses Schutzamulett. Das ist natürlich auch ganz, da bist du natürlich dann auf einen Schlag, bist du einfach alle Strafen los. Das macht, sag ich mal, das ist stark. Auf der anderen Seite, das macht die Strategie fast ein bisschen einfach. Weil du dann gar halt, nicht drum kümmern musst. Da musst du einfach, gibt es überhaupt keine Strafen. Da lernt man natürlich auch nicht den Umgang mit Strafen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen so, so eine Einsteigerstrategie. Einfach Schutzamulett und dann egal. Ich nehme jetzt tatsächlich doch das Erdwesen. Ich habe mich umentschieden. Ich fand das doch nicht so uninteressant. Das freut mich sehr, weil ich nehme jetzt den Regensturm. Ah, vielen Dank, Schoko-Fan, für deine Spende. Da sind wir ja noch total neu drin, aber das könnt ihr ja wirklich machen. Man kann uns hier auch einfach spenden. Vielen Dank. Ja, ich habe den Regensturm genommen. Ich hoffe, es war unterhaltsam, die Zeit. Der Regensturm kommt mir nämlich sehr gelegen auf einmal. Es hat sich ganz verändert. Meine Liebe zum Regen hat sich gewandelt. Ja. Ja, ich nehme jetzt tatsächlich auch den Waldläufer. Also das ist natürlich auch wirklich eine der ganz großen Stärken des Spiels, dass man eben hier so einem, dass es so ein ständiges Wandel ist. Ne? Man denkt, okay, man sammelt jetzt das, man geht darauf und dann kommen die Sachen aber nicht, auf die man es abgesehen hat, und dann schwenkt man um auf andere Kombinationen. Das ist echt schon wirklich super. Mal gespannt hier. Okay, jetzt kannst du wieder überlegen, eins von denen oder zwei. Kitchen Rush ist langweilig. Ah, nicht mit Kindern. Nö, Kitchen Rush ist überhaupt nicht langweilig. Ich nehme jetzt tatsächlich wieder die große Flut zurück. Du nimmst einfach die große Flut. Nee, aber die Spiegelung möchte ich nicht haben. Diese Kopierkarten, da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich noch nicht so weit, wie ich die jetzt so mit totalem... Puh. Können wir eben live beim Grübeln zufügen. Ja, das ist ganz lustig, wie sich tatsächlich ja, am Anfang wirklich ganz uninteressant. Hallo! Ja, was meinst du denn mal? Wenn eure Karten gucken. Hier, guck mal. Nicht geschmult. Ha? So. Guck mal hier. Und dann. Das ist schon das Spiel. Das ist schon das Spiel. Ja, also es ist einfach nur... wann fängt das Spiel das an? Ja, genau. Ihr, wo sind die Miniaturen? Wo ist das Brett? Was zum Teufel ist hier los? Der Unterschied ist einfach nur quasi... This is not a game. Ja. Also, um es nochmal klarzustellen, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, dann kriegt man einfach 7 Karten und dann ist hier auch keine Auslage und dann kann man entweder eine... dann zieht man eine und legt eine ab. Also oder man bildet sich dann schon auch eine Auslage. Oder man zieht halt von da, wenn was ist. Ja, aber ist immer... Aber im Zwei-Personen-Spiel quasi fängt man halt ohne Karten an und hat dann immer die Option, entweder 2 zu ziehen, eine abzulegen oder nur eine zu nehmen. Ja, am Ende hat man dann eine Kartenhand aus 7 Karten und die definiert einen Punktewert, weil halt die Karten sich unterschiedlich punktemäßig bedingen und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist so einfach wie das vom Prinzip her. Für die Kartengröße fragt einer. Hier fragt einer für die Kartengröße. Hier, Kartengröße hier, mal, hier mit dem hier. Also siehst du, wir haben hier nämlich hier so einen Größenfinder und das ist die 6er-Größe, würde ich sagen. Und das ist
63,5 mal 88. Er schreibt Millimeter. Millimeter, versteht natürlich. Sich. Ja, ja. 63,5 bis 88, das bedeutet, passen die Größe in den Standardsleeve von 65,99, müsste ich, ja, würde ich sagen, ja, passt rein. Ist ein bisschen kleiner. Standard, aber ich bin kein Sleeve-Experte, sage ich ehrlich, genau. Aber auf jeden Fall, das ist die Größe. Ja, ich weiß nicht, das hätten wir auch immer mal zeigen können. Ja, hat man gesehen. Hat man gesehen, ja, alles klar. Kannst du wegpacken. Oder? Gut. Du hast das jetzt aber... Ja, du bist dran, glaube ich. Ich habe das Schwert von Keith dir einfach so hingeknallt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das haben will. Ja. Zieh mal zwei Karten jetzt. Das ist ja keine Auslage mehr. Ui. Uiuiui. Jetzt muss ich da eine hinlegen. Ja. Nee. Die Zwergeninfanterie möchte ich nicht haben. Okay. Die nehme ich. Die finde ich brillant, die Zwergeninfanterie. Du bist wieder dran. Ich würde gerne meine Karte von meiner Hand hier wieder loswerden. Ja, das kannst du aber erst, wenn wir 7 Karten haben. Momentan kriegst du halb, bis zu halb 7. Ich nehme sie nochmal. Aber ich muss jetzt eine von den beiden auch hinlegen. Ja, ja. Nee. Ich kann nicht. Ach so. Ich glaube, du kannst. Doch, du kannst eine andere. Ich könnte auch eine andere ablegen. Du kannst auch eine andere ablegen. Du kannst halt nur, kriegst halt immer eine Karte mehr. Mhm. Nee, eine davon steht hier tatsächlich. Echt? Okay, alles klar. Bisher habe ich zwei Karten vom Stapel und leg eine davon in den. Oh, wie gesagt, wir haben diese Zweiervariante auch noch nicht. Magierin da wieder hin. Du legst mir genau die richtigen Sachen hin. Echt? Nimmst du die jetzt auch weg? Die nehme ich auch weg. Du draftest mir hier genau das zusammen. Aber ich jetzt habe ich hab auch 7 Karten. Das heißt, jetzt, ab jetzt ist eigentlich erst die normale Regel und dann ist es ganz simpel. Karte vom, vom Nachziehstapel ziehen und eine offen hinlegen oder eine hier ziehen und eine wieder zurücklegen. Man hat halt immer 7 Karten bis zum Schluss. Und es endet, wenn hier 12 Karten liegen. Und zwar sofort. Okay. Genau. Ach, du hast es schon wieder. Bin ich schon wieder dran? Ja, du bist schon dran. Eine ziehen, eine... Eine ziehen. Ja, komm. Und dann werfe ich diese Armee tatsächlich ab. Eine echte Kavallerie. Nee, Kavallerie will ich nicht. Nee, nee, nee. Ich bin schon relativ zufrieden. Du willst einfach aufhören. Aber ich weiß gar nicht. Mir fehlt auch noch die Erfahrung. Sie wissen, ist das jetzt ein guter Wert? Das hängt natürlich immer davon ab, was du machst. Die Hydra, die ist immerhin 12 Punkte wert. Und mit einem Sumpf kriegst du nochmal 28 Punkte drauf. Das sind dann schlappe 50 Punkte Hydra mit Sumpf. Die nehme ich. Hast du einen Sumpf oder was? Schmiede will ich nicht. Schmiede ist nicht. Welcome, Hydra! Nehmen Sie sich einen Kuchen. Ach komm, nee, das ist da nichts. Das ist hier, nee, ich krieg's hier unten hin. So kann das besser sehen. Feuerwesen. Plus 15 für jede Flamme. Ich ziehe eine. What? Man, der für ein Bonus hier. Plus 100 ja. Für 5 unterschiedliche Karten der gleichen Farbe. Ja. What? Ja, es gibt verrückte Karten. Es gibt auch eine Karte, da kriegt man dann extrem viele Punkte, wenn man so eine Straße aus Kartenstärken bauen kann. Ja. Also es ist schon echt witzig. Ich lege ihn trotzdem mal hin. Den Sammler. Das ist verrückt, aber ich würde meine ganze Strategie umwerfen. Ich habe kurz überlegt, ob ich das wirklich darauf umsetzen soll. Der Sammler. Wenn du halt wirklich eine Kartenart richtig durchsammelst, kriegst du richtig viele Punkte. 100 plus 100, ich will völlig aus. Den kannte ich noch nicht. Ich habe hier nochmal so einen Doppelgänger. Aha, das sind jetzt noch schon 8 Karten hier. Nee, 7. Noch so ein Joker. Aber ich ziehe auch wieder eine. Ich will jetzt hier mal... Uiuiuiui. Nein. Was? Was? Aber das habe ich natürlich nur zur Hälfte. Ja, also die Farben sind... Das Gebirge plus 50 mit Rauch und Buschfeuer. Mhm.
Hier wird auch gefragt, die Farben. Ne? Also die Farben sind tatsächlich einfach nur die Farben der Karten. Ne? Und es gibt halt viele, zum Beispiel Flamme ist eine Farbe, Land, Zauberer. Ne? Das sind quasi in dem Spiel thematische Farben, aber es sind eigentlich auch tatsächlich Kartenfarben. Es sind auch wirklich Farben, wenn man genau hinguckt. tja, jetzt liegen da schon 8 Karten. Ja. Ich brauche noch voll die Sachen, die kommen nicht. Irgendwann muss man halt, ich glaube, die Farbe steht halt einfach bei dem Spiel, dass man sich in so Sachen verliebt, die man sagt, ach komm, wenn ich den gerade noch die ziehe, eine noch. Die dann, eine wäre, noch. Dann würde ich so richtig kommen, das wäre doch cool, wenn das mal klappt. Und dann sammelst du die ganze Zeit und es kommt halt nicht, während es viel besser gewesen wäre, schon einfach zu gucken, hey, was kann ich hier optimieren? Das kann ich nicht bringen. Das ist zum Beispiel so eine Karte, der Basilisk, wenn du da zum Beispiel kein Schutzamulett oder irgendwas anderes hast, wo du die Strafe, weil der blockiert die... Der Basilisk hat 35 Punkte, aber er blockiert halt alle Armeen, Anführungen und andere Bestien. Also entweder hast du wirklich nur andere Karten oder du hast so ein Schutzamulett oder sowas. Braucht doch keiner. Hier, guck, ich gebe dir noch eine Armee. Die Elbenschützen kannst du auch haben. Wenn du Armeen suchst, na bitte. Na. Armeen. Nee, ich bin echt schon recht zufrieden. Armee ist auch. Das hätte dich, glaube ich, in Mark und Bein getroffen, wenn ich da irgendwie doch klopfen. Das hätte so vorzeitig beendet. Ich glaube, bei mir ist halt voll. Ja, ich muss jetzt. Ich klopfe. Ja, ich muss jetzt was ändern. Das hat keinen Wert. Genau. Jetzt würde ich auch auf eine vollkommen neue Taktik umschwenken. Ich muss jetzt umschwenken. Jetzt, sofort. Sammler? Ja, genau. Genau, nee, das funktioniert leider nicht. Jetzt würde ich nochmal einfach mehr. Ah, doch, hier, das Land liegt hier aus. So, mal gucken, ja, komm, dass dann mache ich es jetzt so. Also, ich wette dann, meine Punktzahl ist erschreckend klein, aber irgendwie hab ich das Gefühl, passt alles einigermaßen zumindest zusammen. Außer ich werde jetzt halt, ich werde tatsächlich jetzt das Gebirge nehmen und ich werde hier schön meine Kerze ablegen. Ich dachte halt, ich könnte die mal kriegen. Das war das, was ich gerade so gemeint habe. Die Kerze gibt halt auch 100 Bonuspunkte, aber du brauchst halt 2 spezielle Karten und noch ein Zauberer und ich werde das. Hey, das habe ich alles. Nee, Scherz. <Ja. lacht> Quelle des Lebens. Oh je, da sagt jemand zu zweit lang. Ich krieg's ja auch. Landen wir dann bei 200 Punkten. Das ist natürlich. Was? Das werden wir nicht erreichen hier bei unserer ersten Zweierpartie. Bestimmt. Ja, die Basisstärke einer. Also, es ist meine Drittpartie. Nee, Zweitpartie. Drittpartie. Mhm. Ja. Ja, ja, wir haben ja erst jetzt das Deutsche bekommen, hatten das Englische vorher noch nicht. Addiere die Basisstärke einer beliebigen. Ach so. Nee, das ist. Hey, 200 Punkte. Okay. Wie liegt ihr denn jetzt schon? Nochmal neu durch meine Karten gehen. Dann ändere ich auch meine Strategie. Ich nehme den Sammler und die Kerze. Wir schauen mal. Wer weiß, wer weiß. Nee, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das bringt mir alles nichts. Ach, nur noch eine Karte? Ja, ich nehme jetzt, eine gute Karte wird auch noch kommen. Aber das ist auch so das Coole an dem Spiel ist ja, diese ganzen Karten, du willst immer wissen, was kommt jetzt so als nächstes, aber es bringt natürlich auch nicht so richtig viel, wenn es nachher, okay, die war nicht schlecht, die Karte, zumindest einigermaßen gut. Du musst jetzt noch eine hinlegen, oder? Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Game over. Scheiße. Ich meine, jetzt müsste ich natürlich... 12 Karten. Aber... Das heißt, ich kann schon mal hier diese App, ich habe die noch nie probiert. Und jetzt kann ich mal anfangen, hier Sachen einzutippen. Ding. Was nehme ich denn jetzt da weg? Verdammt nochmal. Dann hier. Ja, ich glaube, ich muss das Gebirge wieder. Das war Quatsch. Naja, gut, egal. Wir können ja auch, wenn wir wollt, können wir auch gleich nochmal eine spielen. Das hat irgendwie jetzt nicht. Nee, lieber nicht. Hoffentlich gewinne ich. Ich spiele nur noch mal. Großes Glücksspiel, ja. Ich meine natürlich, es ist halt so, du kannst dieses Spiel als Glücksspiel spielen, wenn du zum Beispiel die Kerzen sagst, so wie ich jetzt hier die Kerze, ich will jetzt unbedingt das schaffen, dann ist es natürlich Glück, ob das kommt. Oder du spielst es strategisch und denkst, naja, ich sammle das, was hier ist, ich optimiere das, was ich kenne und wenn es dann mal zufällig passt, dann nehme ich das natürlich so, mit. So, ich stelle mein Deck vor. Es besteht aus, machen wir mal den Quatsch hier weg. Ja, ist weg, ja. Ich spiele Rauch. Ja, 27 Basispunkte, ist blockiert, wenn ohne Flamme. Mhm. Aber ich habe eine Flamme. Ja. Nämlich den Blitz.
Der gibt 30, hat erstmal 11 Basis, gibt plus 30, werden Regensturm und oh! Der Regensturm blockiert alle Flammen außer Blitz. Wie gemalt, ja? Und der gibt jetzt plus 10 für jede Flut und jetzt geht's los. Große Flut. Okay, blockiert alle Armeen, braucht keiner, alle Länder braucht keiner, außer Gebirge und alle Flammen außer Blitz. Schon wieder ein Perfect Match. Dann ein Wasserwesen, plus 15 für jede andere Flut. Noch eine Flut, den Sumpf, wo du vorhin gesagt hast, und das Ganze wird abgarniert durch die Hydra und das ergibt einen Score von 227 Punkten. Das war eine gute Partie, würde ich sagen. Bin zufrieden. Ich glaube, wir müssen mich gar nicht zählen. Ja. Doch, wir können mal gucken. Wir können mal sagen, was alles schiefgelaufen ist bei mir. Eigentlich dachte ich, so ein paar Sachen haben schon funktioniert, aber nicht so richtig. So, zeig mal deine Karten. Also ich habe halt eine Zauberin. Moment, ja, die Magierin. Halt so, ist halt die, hier Englisch, die App, aber das sieht man halt, auch allein am Bild, kann man es gut erkennen. Na, die gibt halt immer einen Bonus für Land, Wetter, Flut und oder Flamme. Plus 5. Also, dann habe ich zumindest den Zauberstab, der 25 extra Punkte gibt durch den Zauberer. Muss ich erstmal finden. Ja, ich habe mehr so Einzelbonus. Ja. Schlachtboss 5 plus 14 mit einem Zauberer. Das funktioniert immerhin. Ja, und dann habe ich eigentlich... Genau, und dann habe ich die Höhle, die plus 25 gibt mit der Zwergeninfanterie. Höhle? Zwergeninfanterie, ja. Moment, das ist eine Armee, nicht wahr? Dwarfs Infanterie, hier die haben leider sie. Minus 2 gibt für die weitere Armee. Aber das Waldläufer. Ist, ich habe nochmal eine Armee. Allerdings gibt die plus 10 für jedes Land. Und ich habe dann halt nochmal ein Land, zwei Länder und das auch nochmal. Also es ist, hoch habe ich irgendwie, habe ich meine, doch, sind 7 mehr. Und Erdwesen. Ja, es ist nicht optimal. Also ich denke mal, ich werde deutlich... unter dir landen. 151 Punkte ergibt dieser wilde Mix. Komm. eine Revanche noch. Eine Revanche. Das lasse ich so. Nachdem meine. Aber guck mal, man sieht halt schon, hätte jetzt die Kerze geklappt, dann wäre es wieder ganz anders ausgegangen. Aber tatsächlich jetzt noch zwei unique Karten gebraucht. Die ja, Revanche-Partie oder neuer Gegner. Also für dich. Ja, warum haben die Karten keine QR-Codes oder Barcodes zum Scannen? Ja, gute Frage. Ist echt eine gute Frage. Das fände ich tatsächlich auch cool. Ja, die könnten das ja eigentlich auch per Google Search Erkennung. Bräuchten ja keine QR-Codes. Zurücksetzen. Ah, wir können die App auf Deutsch stellen, schreibt da einer. Sehr gut. Wir machen noch eine Runde. Eine Runde machen wir noch. Ich verliere nicht immer gegen Kron. Das ist ein. Das stimmt gar nicht. Stellen Sie auf Spanisch. Jetzt fange ich mal an. Wertung starten. Ich fange einfach schon mal an, während du da. Ich muss erstmal hier. Ist auch wieder. Du fängst an schon. Ich gebe dir schon wieder hier das Luftwesen. Aber ich rechne einfach mal damit, dass du jetzt auch was anderes haben willst. Machst einfach genau das gleiche Deck wie das letzte Mal. Hast du gemischt? Ja. Bei mir kommen wirklich die gleichen. Ja, dann muss ich noch mal ordentlich. Vielleicht habe ich nicht ordentlich. Aber das ist natürlich. Exakt mein Deck. Wir machen mal hier schön Mischmaschine, ein Casino kaputt. Und dann schön durchschaffen. Ja, sonst bin ich ja verführt, wenn jetzt da schon wieder die große Flut und der Basilisk. Ja, dann war das wahrscheinlich einfach ein Teil von deinem Deck. Das war noch mein Deck. Noch ein bisschen ein Stück von meinem Deck. Also gründlich mischen, ja, damit ihr nicht die Decks wieder 1-1 im Stapel habt. Lohnt sich Mysterium Park eigentlich, wenn man Mysterium schon hat? Ja, das hängt aber davon ab, ob du Mysterium unterwegs spielen willst oder schneller spielen willst. Also sieht so aus, als wäre halt dieser ganze, wenn man war, also ich liebe Mysterium und Mysterium wird auch immer seinen Platz behalten. Aber teilweise haben wir das jetzt zum Beispiel auch über Videokamera gespielt, als man sich nicht sehen konnte und haben dann da diesen kleinen futzligen Marker, ob man dann am Ende 3-2-1 Karten und diesen ganzen Schnickschnack weggelassen. Und es war halt fast befreiend, weil es einfach flott sich gespielt hat. Ich habe das Gefühl, dass Mysterium Park halt das schon mal alles per se tut. Ja, man braucht nicht mehr diesen großen Sichtschirm, der in Wahrheit konnte ich auch mit dem großen Sichtschirm, wenn ich so aufgestanden bin, habe ich trotzdem links und rechts da reingeguckt. Das heißt, man musste sich auch da, das ist jetzt alles über so eine Codenames-Karte gelöst. Es sind natürlich allein, es ist mit Sicherheit irgendwo auch kombinierbar. Glaube ich jetzt einfach mal. Mit Hausregeln auf jeden Fall, weil es sind natürlich Visionskarten, es sind Verdächtige, es sind andere Locations und es hat halt dieses Park-Setting.
Also wenn man nur wie ich ein bisschen Fetisch für Freizeitparks hat und das Ganze noch, also es ist ja eher so ein gruseliger Zirkusambiente, in dem man da unterwegs ist. Ich finde es schon wieder mega cool. Nee, mein Spieltisch steht hier. Du hast es schon angefangen. Steht immer noch nicht, der ist immer noch in seiner Kiste in der Einfahrt. Problem ist einfach, dass meine Frau das allein nicht reinkriegt, weil diese Ratskellertische, die sind einfach unglaublich schwer. Und ja, das müssen wir am Montag machen. Das hat jetzt einfach, war halt perfektes, schlechtes Timing hier mit der Spieldigital, dass mein Tisch da kommt. Aber am Montag werde ich ihn rein transportieren und dann auch aufbauen, mal gucken, wie lang das geht. Und dann natürlich auch mal ein Video dazu machen, beziehungsweise dann schnell werde ich dann so ein Video zum neuen Tisch machen. Okay. Ja, ich habe dir einen Gestaltwandler hingelegt. Nee, den will ich nicht haben. Wie gefällt mir Fantastisch Reiche? Ja, fantastisch, würde ich sagen. Also ich finde es auch wirklich sehr, sehr cool. Ist halt, ja, ich würde jetzt sagen... Cooler Füller. Total. Ich mag halt natürlich auch diese ernsthafte Fantasy-Mechanik total gern. Und ich mag Spiele, wo es jede Karte nur einmal gibt. Wo es nicht so, das Deck besteht aus 17 Waldläufern und 32 Wäldern und 17 Weizenfeldern und so. Sondern ich mag das. Das mag ich auch an Terraforming Mars zum Beispiel. Das mag ich an Fantastische Reiche, wo jede Karte ist dann halt ein Unikat. Und wenn du sie nicht hinlegst und eine andere nimmt, dann wirst du sie nicht bekommen. Für mich ist es halt das schnell gespielte Everdell. Das ist irgendwie ein komischer Vergleich, aber ich finde es immer wieder so. Das finde ich auch einen komischen Vergleich. Ja, ist ein komischer Vergleich, aber ich finde halt, bei Everdell will ich auch immer den Ehefrau und die Ehemann haben und den König und Palastkarte und so, ja. Ich weiß, dazu muss ich nicht 2 Stunden spielen und es passiert selten, aber das will ich irgendwie auch haben und das ist ja hier so ähnlich, da willst du halt auch so diese coolen Kombos irgendwie haben. Ich muss eine der beiden Karten hingelegen, gell? Haben wir jetzt so viel gelesen. Das ärgert mich schon wieder. Ja. Was nimmst du denn da am wenigsten? Komm, den Bestien. Für Lösen Clark einen Gutscheincode. Ja, leider nur gestern gab es einen. Herr der Bestien. Wir haben nur täglich einen gehabt. Heute gibt es nochmal Gutscheincode für Kalender. Startspielerkalender. Ja. Also, Lösen Clark leider verpasst, war gestern. Genau. Du bist. Your turn, Sir. Den Herr der Bestien habe ich mir hingelegt. Conan. Heb die Strafe. Mit Hund. Bestien auf. Ja, Zauberer. Ja, den nehme ich nochmal. Den Herr der Bestien. Der. Den ich wollte den auch wieder haben. Ach, aber wieso hast du den abgegeben? Achso, du wolltest beide haben. Beide. Ich wollte beide haben. Na gut, hier. Feuerwesen. Plus 15 für jede andere Flamme. Den nehme ich mal. Das ist alles, was ich hinlege. Ja. Okay, dann schauen wir mal, was ich diesmal hinlege. Wie bekomme ich eigentlich mein jährliches Foto mit euch auf das Spiel? Ja, das ist eine gute Frage. Am besten jetzt Bildschirm abfotografieren. Und dann hier, wir können ja hier, und dann kannst du dich hier so in die Mitte rein kopieren. Ja, wir können ja so. Genau so. Genau. Okay. Die will ich jetzt beide nicht. Ja, dann muss das meine Wahl. Das ist ja furchtbar. Katastrophe. Die Strafe ist schrecklich. Ach komm, mit der Strafe will ich überhaupt nichts zu tun haben. Basilisk willst du? Ja, eigentlich nicht. Ich will beide nicht. Ja, aber das nehme geht ich erst natürlich. Nachher. Echt? Na klar, du hast voll nicht aufgepasst. Ich tue irgendwie dein ganzes Deck dahin. Ja, nein, ich pass nicht auf, was bei dir passiert. Ich versuche erst mal... Eigentlich musst du mitzählen bei dem Spiel. Eigentlich gucken, der hat jetzt die Karte genommen. Jetzt darf ich ihm auf keinen Fall die Karte hinlegen, weil dann nimmt er die und dann hat er voll die Kombo. Wobei das natürlich auch ein Zwei-Personen-Spiel mehr ist. Das war's für Blackjack-Spieler, ja. Okay. Die Königin. Die Königin. Nimmst du die Königin? Nee. Weil das ist es, ne? Königin und König gibt halt dann plus 20. Also wenn du König und Königin hast und dann noch eine Menge Armeen, das haut rein. Hey, wie bei Everdell. Ja, aber ich nehme die jetzt nicht. Ich habe keine Armeen. Diesmal habe ich das Gefühl, dass es nicht läuft so nicht gut so läuft. Gut. Ja, es kann nicht immer gut laufen. Doch. Ich dachte, das wird einfach, ich werde Fantastische Reiche Experte, ich gedacht. Genau. Kann man sicherlich auch so kompetitiv. Hast du gezogen? Ja, ich habe noch nicht abgelegt. Ich muss nochmal gucken. Du hast. Da kann ich ja doch die Königin wieder nehmen. Ja.
Ups. Hier, Schild von Keith mal wieder. Ja. Also ich habe jetzt schon 6 Karten. Ah, du, ich habe ja angefangen, also das heißt, du kriegst noch 2. Werdet ihr 2491 Planet Ship? Das ist hier ein bisschen abgeschaut. Planet Ship rezensieren. Ja, wir haben es schwer vor. Ich weiß schon. Das ist auf jeden Fall ein Titel, den wir da haben. Von Mebo. Das ist ja eine Neuauflage von diesem. Was heißt Neuauflage? Auf jeden Fall ein Reef-themed und glaube ich, weiß nicht, Regeln hat sich auch was geändert von diesem City of Spies. Also statt Spion-Thema. Jetzt große Raumschiffe, die an so einem noch größeren Raumschiff andocken, um da irgendwelche Energieressourcen und so rauszuklauen. Klingt ganz nett. Werden wir auf jeden Fall spielen und dann bestimmt vorstellen. So, warte mal. Ich muss immer noch eine Karte nehmen, oder? Ich ziehe jetzt nochmal 2. Komm. Oh, das sieht nicht gut aus. Ziehst nochmal 2 Karten. Ja, jetzt leg mir mal wieder so was richtig Feines einfach dahin. Ja, diese komische Kerze hier. Die komische Kerze? Die komische. Jetzt habe ich ja schon 6 Karten. Und es passt alles ich noch überhaupt nicht zusammen. Was kann ich tun? Ich nehme die Kerze. Ich nehme mal die Waldläufer. Hast du jetzt schon 7? Ja. Na, ich auch. Ah, jetzt hast du 7. Jetzt habe ich 7. In diesem Moment wurden es 7. Ja, genau. Das heißt, du musst jetzt keine ablegen. Nee. Das heißt, ich muss jetzt entweder ziehen oder von da. Nee, dann ziehe ich. Nee. Nee. Den Wirbelsturm möchte ich nicht. Was tun, du brauchst einen Regensturm oder Blizzard oder große Flut. Also so Regensturm gut. Und dann eins von beiden, Blizzard oder große Flut. Dann kriegst du plus 40 beim Wirbelsturm. Das wäre natürlich nice. Ach komm, ich nehme einfach mal die leichte Kavallerie und lege mal die Schmiede dahin. Schmiede? Nee, Schmiede. Komm jetzt. Aber irgendwie. Die passen nicht so gut zusammen. Ach komm, nee. Guck mal, was ich dir jetzt da hinlege. Kannst du voll. Really? Ich lege dir jetzt den König dahin. Aber die bringt natürlich auch nur was, wenn du auch Armeen hast. Dann nehme ich, nehm ich das. Das war wahrscheinlich tödlich für mich. Dann legst du die Hydra hin. Dann legst du die Hydra hin, okay. Okay, interessante Wendung der Ereignisse. Ja. Ich muss. Hör mal, ich habe noch nicht so abgelegt. Entschuldigung, jetzt war ich zu gierig, ich gebe es zu. Jetzt nehme ich den König. Jetzt muss ich mal gucken, was da jetzt. Habe ich dir aber einen Gefallen getan. Aber es ist natürlich auch im Zwei-Personen-Spiel ein bisschen blöd. Wenn du eine Karte kriegst, wo du weißt, okay, es ist super für deinen Gegner, aber für dich bringt sie eigentlich nichts. Ja, was machst du dann? Ne? So legst du sie ab. Also von daher würde ich sagen, ich finde, es funktioniert zu zweit sehr gut. Aber zu dritt oder zu viert ist es halt dann. Ich mach dir auch ein Geschenk. Hat es dann doch noch mal ein bisschen mehr. Ich mach dir auch ein Geschenk. Ja, ist auch ein Geschenk, das stimmt, ja. Aber das ist. Aber verbessert es mich überhaupt noch? Das ist halt voll. Ich habe ja auch immer noch Sachen, die irgendwie nicht so ganz geil zusammenpassen, aber. Schwer jetzt wieder von dem Plan abzuweichen. Das verbessert mich nicht wirklich. Habe ich das Gefühl, da fehlt mir noch die fantastische reiche Erfahrung. Vielleicht Augen zu und durch. Ui, das ist natürlich eine coole Karte. Das ist eine ganz witzige Karte, die werde ich jetzt einfach mal nehmen. Einfach nur, um sie mal auszuprobieren. Aber was lege ich jetzt ab? Will ich, dass das so schon beendet wird? Soll das jetzt schon aufhören oder will ich noch andere Sachen? Ja, doch, kannst du es nicht beenden. Ja, aber ich kann ja schon, natürlich jetzt immer zieht, statt aus der Mitte zu nehmen, geht es halt schneller dem Ende entgegen. Schon wieder die Kerze lege ich schon wieder ab. Ja, die will doch kein Mensch. Die Kerze will kein Mensch. Ich ziehe jetzt hier. Wisst ihr, wann Gods Love Dinosaur in Deutschland erhältlich sein wird? Hatten wir diese Info nicht gestern mal? Ich erinnere mich so, als wäre die irgendwie, als wäre das mal aufgeploppt, wann das kommt.
Nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe dunkel auch in Erinnerung, dass wir darüber gesprochen hatten. Das Einzige, was mir einfällt, war Mitte Dezember. Es kann aber auch ein ganz anderes Spiel sein. Dann ist vorbei, wenn ich jetzt ab. Das ist ja vorbei, wenn ich. Ja, das nee. Nee, sind erst 10, 12. Das sind ja zu zweit 12. Alles richtig. Ja, hast du das hingelegt? Luftwesen. Dann ziehe ich auch noch mal eine. Hat wieder nicht so richtig gut gegeben. Am Anfang sah es gut aus und dann dachte ich, ach hier, aber. Okay, dann kriegst du einen Wald. Ach, das ist ja dumm. Die Karte hier bringt ja gar nichts. Scheiße. Oh, die muss eigentlich noch weg hier. Ich den nehme. Ich nehme doch die wieder. Das ist doch alles so bescheuert, ist das doch. Hä? Ah, Mist, was nehme ich denn da jetzt? Was nehme ich denn da jetzt? Ach, du machst ja eh Schluss, oder nicht? Nein, ah, nee, du nimmst nee, das nicht. Ja, es ist voll bescheuert. Echt. Ich muss das jetzt beenden. Nein, beende es nicht. Zack. Katastrophe. Aber ich wollte jetzt nochmal einmal was ändern. Okay, das schauen wir mal. Ja? Wir räumen wieder aus der Mitte ab. Nee, warte mal. Oh, Entschuldigung. Ja, weil ich habe nämlich den Totenbeschwörer und da kann ich nochmal eins von der, oh, okay. von der Mitte nehmen. Alles klar. Da können wir mal so, weil... Sieht man hier? Da ja, können wir einfach mal die App zur Notrat nehmen, welche Karte aus der Mitte dann die beste wäre für mich. Ich habe den König zusammen mit der Königin. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder den Sieg einfach in den Schoß gelegt. Und auch noch den Kriegsherr. Und dann kommen die Armeen, die wir natürlich dann brauchen, mit den Elbschützen. Der leichten Kavallerie. Katastrophe. Und den, oh warte mal, ich glaube, du hast noch Karten. Regelfrage, darf ich nur die letzte gelegte Karte Auslage aufnehmen oder kann ich auch eine Karte wählen, die in den Runden vorher gelegt wurde? Du kannst jede Karte der Auslage nehmen. Warte mal, bei dir sind hier noch Karten über. Irgendwie war dein Spieler noch aktiv. Ich muss mal deine Karten entfernen von vorhin. Und jetzt gibt es auch die Waldläufer, die ich hier ja, habe. Wir benutzen Moment. Die App. Genau. Und genau, wir benutzen gerade die App zum allerersten, also zum zweiten Mal jetzt. Und den Kampf. Das ist noch besser als vorher. Und den Kampfzeppelin. Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass. König, Königin, Kriegsherr, Elbenschützen, leichte Kavallerie, Waldläufer und Kampfzeppelin. Also nochmal hier, weil die App ja nicht. Also die gibt plus 5 für jede Armee. Plus 20 sogar, wenn die Königin dabei ist. Die Königin ist natürlich dabei, das heißt, die Armeen sind schon mal sehr stark. Der Kriegsherr ist auch ist so stark wie die Basisstärke aller Armeen, die ja sehr stark sind, da die ganzen durch König und Königin gepimpt werden. Dadurch werden jetzt die ganzen Armeen stärker. Also ein kleiner Bonus, wenn ohne Wetter, kleine Strafe für ein Land, aber das ist alles nicht relevant. Auch hier der Bonus zu Land habe ich alles gar nicht. Ist auch nicht wichtig, weil die Armeen halt durch den Bonus so stark werden. Und dann kommt noch der Kampfzeppelin drauf. Das macht 242 Punkte. Wow. Also okay, Kinder, niemals dem Gegner dann König und Königin einfach so, bitte. Gewinne. Aber wer weiß, nein, hast du für Überraschungen da ja, jetzt ich auspackst? Wieder, also was denn, sieht man das? Moment. Ich habe wieder, Glockenturm. Ich bin wieder dem, ne, ich hatte den Zauber und den Glockenturm, dann dachte ich, ich nehme wieder die Kerze, das darf man nicht machen, bevor man nicht dann auch noch das Buch der Veränderung hat. Herr der Bestien. Vergesst es einfach. Elbischer Bogen, Moment. Elbischer Bogen. Feuerwesen, siehst du, das war eigentlich hier mit dem Rauch. Feuerwesen. Das bringt jetzt gar nichts, das Feuerwesen bringt 4 Punkte, Katastrophe. Basilisk. Basilisk. Aber der wird halt hier Zauberstab. Von der Bestien wird der halt blockiert. Die Strafen fallen Bestien. Und? Und den Totenbeschwörer, wodurch ich jetzt noch eine Karte aus der Auslage dazu nehmen kann. Und jetzt können wir, ich weiß nicht, man kann ja auch die wieder raus und reinnehmen. Du darfst eine Karte aus dem Ablagebereich nehmen und sie als 8. Karte auf deiner Hand genau. werden. Und jetzt ist halt die Frage, welche ist jetzt die beste? Ja. Das ist jetzt halt du hast 181 Punkte jetzt schon. Aber wir können ja mal durchgehen. Also wir können sie auch, also der Wirbelsturm bringt einfach nur 13 Punkte, weil ich habe das nicht, was er sonst macht. Ui, der Gestaltwandler, das ist so ein Kannst Joker. Kannst du nicht hier irgendwas mit der Quelle des Lebens irgendwas kopieren? Oder? Naja, das würde ich hier zum Beispiel, nee, das wäre nur 9 plus 9. Ich habe nichts, was so die ganze Zeit, das würde nicht funktionieren. Ich könnte natürlich einfach wirklich den Rauch nehmen, weil ich habe ja das Feuerwesen. Weil es dadurch ist ein Rauch nicht, es wären einfach 27 Punkte. Kerze bringt nichts. Gebirge, Gebirge, aber Buschfeuer habe ich halt nicht. Nee, Buschfeuer hast du nicht. Und Rauch kriegst du ja auch nicht. Du kannst ja nicht 2 nehmen. Nee, achso, außerdem kann ich den Rauch nicht nehmen, weil ich gar kein Wetter nehmen darf. Ich darf nur eine Armee, Anführer, Zauber oder Bestie nehmen. Dann würde ich wahrscheinlich die Hydra nehmen, das sind einfach 12 Punkte.
Zauberer liegt gar nicht aus. Anführer liegt auch nicht aus. Das sind für dich nicht die besten Karten, die übrig sind. Und aber Armee liegt auch nicht aus. Ich kann ja nur die Hydra vielleicht nehmen. Vielleicht sehen wir auch irgendwas. Also, ja. Der Check also eine Ahnung kann hat. Nur die Best- ich kann nur die Hydra nehmen, weil es liegt keine Armee, es liegt kein Anführer und es liegt kein Zauberer aus. Also, kriegst du noch die Hydra? Fast 200 Punkte. Kriegst du noch die Hydra? Oder? Hand ist voll, ich will jetzt irgendwie nicht. Was? Ja, gerade hat es mir angeboten. Ich glaube, ich habe mir jetzt verklickt. Ich hätte da wahrscheinlich auf auswählen. Aber du hast 181 wären, plus Hydra. Das sind die dann einfach, 193. Ja, oder bedingt die noch irgendwas anderes? Ja. Ne? Okay, aber auf jeden Fall habe ich tatsächlich. Oh, das ist mein neues. Das ist sehr gut. Ha. Ich habe Who's Bock next? Mehr. Nein. Ey, wirklich ein schönes Spiel. Ist ja auch schnell gespielt. Aber ich würde trotzdem sagen. Normal so verliere ich eigentlich. Außerdem immer. Außerdem kann es ja auch bis zu 6 spielen übrigens. Vorher habe ich ja mal 3 bis 4 gesagt. Ihr gebt einen falschen Eindruck. Ich verliere sehr, sehr oft in Spielen, vor allem gegen Hunter und Pete. Darf ich auch mal so ein kleines, glückslastigeres Fantastische Reiche. Aber du hast halt wieder, zweimal hast du dich von der Kerze und dem Glockenturm und Schnickschnack verführen lassen. Aber daran sieht man wieder, was ich halt gerne mag. Und mir die Königin geschenkt, beziehungsweise den König. Ja, aber ich hatte halt sonst nichts. Ich hatte halt keine einzige Armee. Das ist halt das Ding, ne? Ich habe gesehen, okay, ich hätte dann quasi umschwecken müssen auf Könige und hätte aber dann Armeen sammeln müssen und es kam auch keine Armee. Weil ohne diese 20er-Bonus durch König, Königin, das hat halt meine Armeen echt. Die hat halt Armee. Das konntest Armeen. Du natürlich eigentlich auch nicht wissen, weil. Oder? Nee, ich glaube, die habe ich den wenigsten Fall aus dem. Ja, okay, du hast natürlich recht, das hat diesen Black-Check-Faktor. Man sollte vielleicht schon auch ein bisschen hinschauen, was die anderen da. Also der fantastische reiche Profi achtet bestimmt drauf. Ah ja, hier, Spieler 1 geht auf Armeen, Spieler 2 versucht so ein Wetterdeck zu bauen. Okay. Sehr gutes kleines Ding. Wir machen hier wieder ganz kurz Pause. Ganz und kurz spielen. Noch zwei noch Sachen. Noch kurz einmal hier schreibt einer, habt ihr Warhammer 40.000 Erfahrung? Oh ja, das können wir tatsächlich kurz machen. Nein. Nein. Also wir spielen keine richtigen Tabletops, das ist nicht so unser Ding. Was wir gespielt haben, was ich auch empfehlen kann, wer Warhammer mag und trotzdem ein Brettspiel, ist halt Forbidden Stars. Das ist halt ein taktisches Dickes, Exploration 4X-Spiel, aber halt im Warhammer-Universum. Hat mir damals wirklich sehr gut gefallen, obwohl ich kein Warhammer-Spieler bin. Aber ja, und irgendwo hier hinten steht es herum, ein dicke Schachtel. Irgendwo steht es hier. Und ansonsten fragt hier noch jemand, wie oft kann man das spielen, bevor es langweilig wird? Und ich glaube, sehr oft. Also, weil eben... kommen auch Erweiterungen. Erstens Erweiterungen, zweitens sind 53 Karten drin und ihr seht ja, also wie viele Karten haben wir jetzt, wir haben so ein Drittel des Stapels haben wir so immer gespielt, zu zweit. Also es kamen jetzt immer noch Karten, das vorhin den Sammler oder, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Partien, aber es gibt immer noch Karten und Kombinationen und Sachen, die man da natürlich nicht kennt und wie gesagt, man spielt ja auch nicht das ganze Deck in einer Partie durch. Also ich denke, das ist natürlich jetzt auch nichts, was man irgendwie 3 Wochen jeden Tag 18 Partien spielt, sondern es ist wirklich ein cooler Füller für zwischendurch, wo man dann irgendwie 2, 3, 4 Runden noch an so einem Brettspielabend anschließen kann und ist dann trotzdem noch irgendwie mit einer Stunde dabei. Mir gefällt es tatsächlich auch. Sehr schönes Ding. Und ganz kurze Pause. Genau, und dann wir haben Pause und wir wollten noch was anderes spielen. Ne? Ja, was ich glaube, Pete und Alex werden wahrscheinlich auch dieses, wie heißt das wieder, wo Unmatched. Die kämpfen? Unmatched. Ah ja, Pete und Alex spielen gleich eine Partie Unmatched. Das war ja auch eine sehr schöne ganz Neuheit. Highlight hat Alex gestern Abend in der Highlight-Show. Bigfoot gegen Dracula. Oder genau, Robin was wollt ihr spielen? Oder, wer hat sich geeinigt? Vielleicht kann der Chat da auch. Genau, wir stellen die mal rein und der Chat. Genau, der Chat. Das ist eine ganz gute Idee. Also kurz durchhalten. Ja. Dann kommen wir hier mit den, also kommt Pete und Alex mit den Unmatched-Schachteln zurück und ihr dürft dann entscheiden, was davon, also nicht welche Spiele, Unmatched steht schon fest, aber welche Konstellation da dann aufeinander prallt. Ganz genau. Super. Bis gleich. Bis dann. Tschüss.